anzuschauen ist, wie sich bei mir zu Hause meinen Lieblingsfilm anzusehen. Wie heißt er nochmal? Ach ja, Angriff der dummen, stümperhaften Idioten, die keinen Trottel finden können, der sich als Fledermaus verkleidet. Und jetzt weiter. Ey, ihr Pressmänner, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Batman Arkham Asylum. In der letzten Folge haben wir auf dem Boden die Tabak-ID von... Oh, was war es denn? West Country, glaube ich? Wild Country gefunden, hier. Wir stehen sogar noch davor. Und in dieser Folge kümmern wir uns darum, dieser Spur nachzugehen, um Commissioner Gordon zu finden, der uns diese Spur hinterlassen hat. So. Da vorne geht's weiter. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Die Wand vor mir ist dünn genug. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen. Ganz zufällig, dass wir das eben gerade erst gefunden haben. Bam. Ich sitze nur hier und sehe mir Cartoons an. Wenn einer von euch sauberen Blick geht, verlieren sich da. Dann soll er rüberkommen und mich treffen. Und schaut nicht hoch, wenn ihr die Tür öffnet. Sonst verderbt ihr mir die Überraschung und mein Experiment. Okay, das war fast schon unnötig, hier hinzukommen. Also hier hoch. Zu. Ja, gehen. Okay, die Spur geht hier weiter. Und da unten. Was rauscht denn hier so? Ach, hier ist ein Wasserfall, okay. Was machen die denn da? Na egal, wenn die mich nicht sehen, muss ich ja jetzt nicht unbedingt Streit mit denen anfangen. Das ist auch noch die Spur hier, ne? Ja. Und da vorne ist sie auch noch. Das war aber schon ziemlich mutig von Gordon, das so häufig zu verstreuen, weil das hätte ja mal locker einer sehen können eigentlich. Hätte er ja mal Glück gehabt, dass das nicht der Fall war. Oh nein. Alter, ich dachte gerade, dass die Schatten wären Blut, Junge. Nein, wie viel? 8? Echt? Na, komm her. Oh ja, es laggt auch gerade bei mir, will ich nur mal anmerken. Also falls die Aufnahme laggt, es tut mir leid. Das Spiel tut es auch. Also es liegt in dem Fall mal nicht nur an der Aufnahme. Naja, er liegt am Boden. Oh, geht's dir gut? Boah, Alter, es laggt aber ziemlich hart gerade bei mir. Also wenn es auf der Aufnahme auch so ist, dann tut es mir leid. Ich kann es leider gerade nicht ändern. Eins davon. Jetzt haben wir alle. Und wir müssen der Spur weiter folgen. Hier, hier rein? Offenbar. Das ist Harley Quinn, oder? Oh ja. Na toll. Und wir kommen nicht zu ihr, weil davor so ein elektrischer Zaun ist. Aber wir müssen zu ihr, damit sie auch wahrscheinlich mit uns reden kann oder so. Ich bin hier drüben. Halt's Maul! Au! Du dumme Kuh! Harley! Ah! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder. Ich kann nie böse auf dich sein. Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao! Ich komme nicht durch das Sicherheitstor.
Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, wiederhole ich das, was sie gerade gesagt hat. Keine Ding. Oh verdammt, vielleicht wäre über mir irgendwas gewesen. Ich finde einen anderen Weg. Nee, ich war doch richtig. Ah, guck mal. Das muss jetzt nichts heißen, aber es sieht schon mal vielversprechend aus. Links oder rechts? Ah. Komme ich da durch? Ja, natürlich komme ich da durch. Gut, wir sind drin. War doch ganz einfach, eigentlich. Wartungszugang. Boah, das Spiel leckt aber gerade echt heftig, Alter. Was ist denn los hier? Dabei habe ich gar nicht so viel offen im Hintergrund. Moment, da bin ich gerade hergekommen. Okay, dann. Ich will, dass alle Äfte zusammengetrieben werden. Boah. Such das ganze Medizingebäude ab! Alter, was ist denn los hier? Ich meine das ernst! Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer! Na. So, nach 400 Anläufen haben wir dann auch mal die Taste gefunden, die wir zum Ducken benötigen. Okay. Das ist aber ganz schön verwinkelt hier, ne? Ist das denn echt auch so? Ich entschuldige mich für diesen kleinen Schnitt. Ich hatte gerade ein paar Probleme mit meiner Audiospur, die ich hier auf dem zweiten Bildschirm direkt gesehen habe, und deswegen habe ich kurz die Aufnahme beendet und neu gestartet. Und wir gucken jetzt erstmal, wie es hier für uns weitergeht. Wir müssen hier anscheinend weiter durch die Lüftungsschächte kriechen. Lass mich! Sei still und geh mit den anderen darunter! Bewegung! Okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Das war mal eine Ansage. Jetzt hätten wir, Mann, das umgekehrte Aufschalten wäre jetzt vielleicht doch deutlich sinnvoller gewesen. Egal, gucken wir erstmal, wie viel haben wir denn hier? Fünf Stücke. Ah, schade. Aber ich sehe doch hier was wir machen können. Wir haben doch hier das Fresh Explosion Gel. Das können wir doch hier versprühen. Einen hätten wir aktuell da drunter. Soll ich's wagen? Ja, soll ich. Ah, der scheint ziemlich tot zu sein. Oder nicht tot, aber bewusstlos, hoffentlich. Okay, gut, wenn die da jetzt alle hinlaufen, tun die mir einen großen Gefallen, weil ich dann in der Zeit noch das hier präparieren kann. Na, ups. Was machen wir jetzt? Ein Still und so weiter. Lass den hier, schwärmt aus und findet die Fledermaus. So. Gut, das wäre schon mal präpariert. Jetzt vielleicht. Aber wie gut kann er denn da durchgucken, frage ich mich. Oha. Gar nicht. Ich bin an der Tür, gut. Hier ist nichts. Dann können wir. Sollten Krankenhäuser nicht sauber sein? Alles klar.
bin ich aber auch gerade ein bisschen zu blöd. So, und zwar muss der da einmal für immer stehen bleiben, bitte. Und dann brauche ich noch einen da hinten. Auf meiner... Ich rufe Dr. Fledermaus. Ich rufe Dr. Fledermaus. Da brauche ich noch einen. Cool wäre natürlich, wenn ich steuern könnte, weil ich nicht hier explodieren lassen will. Weil ich da nicht die ganze Zeit auf allen möglichen Scheiß warten müsste. Was für ein Verrückter hat das hier gebaut. Kein Krankenhaus aus, das ich kenne. Ist ja auch kein Krankenhaus, ist eine Irrenanstalt hier. So, okay, da ist eine Leiter. Ah, tun wir doch einfach den Gefallen, geh ein bisschen schneller, kletter die Leiter runter und stell dich auf das Scheiß-Ding. Na komm. Ja, 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 weiter, weiter, sehr gut, komm. Jetzt rechts rum, bitte, bitte. Da rechts rum, bitte. Ja, komm, komm, weiter, weiter, weiter. Ja. Genau so wollte ich das haben. Was ist mit dir passiert? Edwin, kannst du mich hören? Okay, zwei haben wir noch, zwei Stück nur noch. Was mir sehr gelegen kommt. Halt's Maul. Da liegt sonst noch einer. So, jetzt muss ich nur noch den letzten wiederfinden, der hier eben noch irgendwo war. Da ist er. Schön für euch, Alter. Kommt darauf klar. Oh. Sie sind in Sicherheit. Ich will doch nur mit dir reden, Mann. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Ich bin hier, Mike. Halte still. Ich befreie dich. Geht's dir gut? Wir sind in Sicherheit. Okay, gut. Und unsere neuen Zielen werden wir erst in der nächsten Folge nachkommen. Und zwar die ganzen Ärzte zu... retten. Wir gucken erstmal hier so auf die Karte, wo die überall sind. Genau, einer ist nicht dort. Das ist dann Dr. Young. Dann haben wir hier Dr. Kellerman und oben Dr. Chen. Das kann ich oben links ablesen für die Leute, die es wundert. So. Und wir können jetzt die Karte wieder schließen und können auch die Folge beenden mit diesem wunderbaren Gewitter im Hintergrund, das mich hin und wieder mal sexy beleuchtet. Wenn es euch gefallen hat, hat es euch gefallen. Haut raus, bis zum nächsten Mal und ciao.